Ich grüße Sie, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading TV. Ich grüße Und der Sie, liebe Beschau Zuschauer, zum des jetzigen JFD Live Trading. deutschen Leitindexes, hier nämlich der DAX in der speziellen Wahrnehmung des Stundencharts, Wochencharts und auch hier Tagescharts. Wie gewohnt wollen wir uns hier mal ein Stück weit die Gegebenheiten ansehen und Xetra DAX im Plus, DAX Indikation versucht sich hier gerade an der Erholung. Gehen wir doch direkt mal hier in den Stundenchart, um mal zu sehen, was passiert. Wir haben gestern hier den DAX lokalisiert und gemutmaßt, wenn es eben hier einen Ausbruch über das Vortageshoch geben würde, würde es hier eine Aufstiegschance geben in Richtung 11.175 Punkte. Dazu kam es nicht. Der DAX hat sich hier vielmehr abwärts orientiert. So auch der finale Plan in Anführungszeichen. Er sollte sogar noch ein Stück weit tiefer gehen und das werden wir heute auch noch anhand eines großen Harmony Patterns, einer größeren Analyse, einer größeren Beschau auf der Gottmor Trader Startseite darstellen und natürlich dann auch hier auf dem JFD Desktop verlinken. Also es scheint so, als könnte der DAX ruhig nochmal einen kleinen Spike nach unten vollziehen, um dann sozusagen den finalen Rebound nach oben zu starten. Sofern es denn dazu kommt, wäre hier am unmittelbar vorstehenden Widerstandsbereich, also knapp unterhalb der Marke von 11.000 Punkten, ein möglicher Rückgang zu präferieren, der dann eben nach kurzfristigen Zugewinnen, also er kann hier ruhig noch ein Stück weit hochlaufen, der dann eben hier das gestrige indikative Tief sozusagen hier ins Visier nimmt. Das wäre hier der Bereich der Kerze hier von 14 Uhr. Darf auch ruhig ein Stück weit runter gehen. Je tiefer die Spikes, desto besser. Gar keine Frage. Und von dort ausgehend erscheint dann in jedem Falle mögliches Aufwärtsmomentum denkbar, welches hier dann, wie gesagt, Spielraum auf der Oberseite im erheblichen Maße eröffnet. Hier 11.350, 11.400 Punkte wären hier dann sozusagen die ersten Zielmarken, die man dann ableiten darf, ableiten kann. Grundsätzlich der DAX aber, wie gesagt, jetzt hier, wenn er noch ein Stück weit anzieht, durchaus in der Möglichkeit, dann eine Umkehr zu erfahren. Wir haben auch hier einen kurzfristigen Abwärtstrend, der allerdings hier von der Gewichtung, müssen wir direkt mal anpassen hier, der hat viel zu wenig Candles im Beschlag, von der Gewichtung sozusagen dann nicht überzuwerten ist. Aber grundsätzlich hier, der DAX, wie gesagt, hier vor einem kurzfristigen Hochpunkt Intraday, so könnte es zumindest sein, wenn wir uns hier auf das Harmonie-Pattern verlassen. Wir schauen auch gleich nochmal auf den Tageschart, der uns auch hier ein Stück weit Aufschluss gibt und aber auch verdeutlicht, da gehen wir jetzt direkt rein, dass hier der Markt so ein Stück weit unentschlossen ist. Also es fehlt so mehr oder weniger die Klarheit der aktuellen Bewegung. Und wir haben immer wieder kleine Ausschläge nach unten. Wie gesagt, können wir vorstellen, das war auch gestern eben die Annahme, dass es hier noch ein Stück weit nach unten geht. Der Markt sozusagen nochmal einen Spike vollzieht. Das kann es vielleicht gestern sogar schon gewesen sein. Die 11.800 haben wir hier nicht ganz erreicht, aber noch ist nicht aller Tage Abend. Wie gesagt, es kann ja auch heute nochmal dazu kommen, dass der Index hier sozusagen mal durchschnauft, ein Stück einen Spike nochmal vollzieht, um dann, wie gesagt, aufzudrehen. Das würde hier in das Gartley 222 Pattern gut reinpassen. Das, wie gesagt, werden wir dann gleich nochmal auf dem Gottmor Trader und auch hier per Verlinkung dann im Desk darstellen. Also es bleibt dabei, DAX kurzfristig nochmal anfällig für ein neues Verlaufstief, um auch den letzten Bullen sozusagen rauszuschütteln. Vielleicht vor dem Hintergrund dann auch hier das Tief zu reißen vom 8.7. Wenn es dazu kommen würde, wäre dann sowieso, da muss man sagen, ganz klar der Bulle im Vorteil, Bulle, was sage ich, der Bär im Vorteil. Das soll heißen, dann wäre hier mit dem neuen Verlaufstief, neuem Reaktionstief sicherlich einiges an Stopmarken gerissen. Hier so die Spikes in diese Richtung wäre dann mehr oder weniger die Einladung für den einen oder anderen Bären, dann da aufzuspringen, dass es zu einem möglichen Durchbruch kommt, der dann eben ausbleibt. Das ist so ein bisschen die Psychologie dahinter, auch die Psychologie hinter diesem Pattern, die ja hier gegen Trendbewegungen aktiv sind. Also die Harmonie-Pattern hier ja sozusagen countertechnisch angesetzt, also nicht mit dem Trend, sondern gegen den Trend, denn wir sehen ja hier hoch, tief, tieferes hoch, tieferes tief. Möglicherweise noch ein ausstehendes tieferes Tief und hier geht man grundsätzlich davon aus, dass es auch noch ein Stück weit runter segeln kann. Dazu kam es, wie gesagt, bis jetzt nicht. Kann nach einem neuen kleinen Spike nach unten dann aber zu der überraschenden Erholungsbewegung kommen. Und auf der Idee fahren wir uns jetzt mal so ein Stück weit ein, dass der DAX dann praktisch hier unmittelbar vor einem Rebound nach oben steht. Ein kurzfristiger Spike nach unten wäre, wie gesagt, wünschenswert. Ansonsten kann das alles direkt passieren. Erstes Ziellevel für den DAX oberhalb des Tiefs vom 8.7. bleibt hier diese Zone 11.350, 11.400. Von dort aus kann es direkt in Richtung weiterer, tieferer Tiefs gehen oder aber dann sogar nach einem
richtigen Momentumsschub nach oben rauslaufen. Das will ich nicht bestreiten, kann ich nicht bestreiten. Also das ist nicht von ungefähr, dass das passieren kann, dass der DAX dann auch nochmal Richtung hier 11.800, 12.000 Punkte zieht. Aber das ist viel zu weit geblickt. Das werden wir zeitnah beleuchten, wenn der DAX tatsächlich eine Erholungsbewegung startet. Ich denke aber, es steht unmittelbar eine Erholungsbewegung bevor, im Bereich mehrerer hundert Punkte. Idealerweise nach nochmal einem Spike nach unten, aber vielleicht haben wir das gestern mit dem Tief hier bei 10.813 schon gesehen, das lokale Tief. Das wäre natürlich unschön für einen möglichen für ein mögliches Aufspringen, aber selbst vom aktuellen Niveau. Wir sehen hier diese Horizontalzone, die wir auch mal grün färben müssen, denn diese ist hier interessanterweise immer wieder verteidigt worden auf Tagesschlusspreisbasis. Hier das Niveau um 10.960, 10.950 Punkte. Diese Zone immer wieder eine gute Price-Action-Zone, auf die man achten sollte. Ja, also wenn der heutige Tagesschluss darüber bleiben sollte, und danach sieht es ja jetzt aktuell aus, wobei die Range noch nicht ausgeschöpft ist, dann kann sich hier sogar schon der Einstieg lohnen. Gegebenenfalls Staffel-Orders. Hier schon mal eine Entry, ein Stück weit tiefer vielleicht nochmal eine gesetzt, um dann aber hier sich abzusichern, falls der Markt hier das Tief vom 8.7. unterschreitet, dann kann es, wie gesagt, durchaus schneller nach unten gehen und dann kippt auch hier komplett das mögliche Setup einer bullischen Erholungsbewegung. So, dann, liebe Zuschauer, das wäre es kurz gewesen mit dem Blick für den DAX auf den DAX. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten. Gegebenenfalls am Nachmittag gehen wir nochmal on air. Zur Mittagszeit eventuell, meine ich am Nachmittag gewiss, zu den US-Märkten und schauen uns dann die weiteren Gegebenheiten an. Bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal viel Erfolg beim Handeln. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.